Palmen Bolschertz, der Palmenprofi aus dem Rotteler Bäderdreieck. Musazeen, Bananengewächse, sind einkernblättrige Pflanzen und gehören zur Gattung der Ingwerart. Diese kleine Familie der Bananengewächse sind in drei Arten unterteilt, die aus Encete, Musella, Musa und diese wiederum aus insgesamt 40 Arten besteht. Ich persönlich habe auf meinem Shop alle verfügbaren Musazeen in einer Kategorie aufgeführt, worauf ich meine Clips in vier Arten aufgeteilt habe. Desert-Bananen, Zierbananen, frostverträgliche Bananen, Verwandte der Bananen. Pflegeanleitung, Standort im Sommer, halbschattig, bei genügender Luftfeuchte, auch sonnig, warm und windgeschützt. Ganzjährig im Haus, bedingt mit Freilandstadt, ab Juni im Freien mit Überwinterung. Standort im Winter, hell bei 15 bis 20 Grad Celsius. Bei kühleren Standorten kann ein Teil der Blätter welken, wird aber ab April neu austreiben. Bei kühler oder lichtarmer Überwinterung sind einzelne Blattverluste nicht ausgeschlossen. Pflege im Sommer. Auf konstante, aber nicht zu hohe Bodenfeuchte achten. Ansonsten kann eine Wurzelfäulnis eintreten. Besprühen Sie die Blätter mit kalkarmem Wasser. Wenn braune Blattränder auftreten, das ist ein Zeichen von zu trockener Luft. Düngen mit einem Volldünger oder bzw. Osmokte exakt Standard Langzeit 6M Dünger zweimal im Jahr düngen, da Bananenstauden durch ihren schnellen Wachstum und auch diese im Winter zwar geringer wachsen. Verabreichen Sie laut Beschreibung Lizitan-Kombi-Stäbchen zum Schutz von Läusen und Ungeziefer. Schnitt. Braune Blätter abschneiden und zu groß gewachsene Pflanzen kann man im Frühjahr auch die Stämme waagrecht abschneiden. In der Mitte treiben dann in der nächsten Zeit neue Blätter aus. Dieser Radikalschnitt kann das Blühen beeinträchtigen, aber nicht bei Jungpflanzen oder bei von oben her angefaulten Scheinstämmen. Substrat. Bananen lieben humusreiche Erde, die man mit grobkörnigen Lavastein, Blähton und Sand durchmischen sollte. Verwendung: Können ganzjährig in Wintergärten oder lichtreichen großen Wohnräumen ihren Standort haben. Von Ende Mai bis Oktober kann man sie im Freien an luftfeuchten Plätzen oder frei auspflanzen. Auspflanzen. Nur frostverträgliche Musa-Arten bzw. Bananenstauden kann man ganzjährig im Garten lassen, wie Musa, Basio, die japanische Faserbanane und auch andere frostverträgliche Arten, die landesintern verschieden von Temperaturen abhängig sind. Winterschutz. Nur für frostverträgliche Arten. Größeres Loch ausheben als der Topf ist. Blumenerde, Torf, Sand mit der Muttererde mischen und ebenerdig von, wenn möglich, an Süd- oder Südostseite vor einer schützenden Wand einpflanzen. Mit Rindenmulchen 10 bis 20 cm hoch, um den Wurzelbereich abdecken. Im Winter in einer 50 cm Höhe abschneiden. Einen Kaninchenzaun Höhe 50 cm. Im Durchmesser von 60 cm herumgeben und mit Laub anfüllen und mit Folie oben abdecken, so dass auch etwas Luft zirkulieren kann. Abdeckung befestigen.